Hallöchen, Lieben, ich grüße dich hier zu meinem neuen Video. Und zwar hoffe ich, dass es euch allen, dir gut geht. Ja, und heute ist ein besonderes Video. Wieder mal ein Osterwanderpaket ist das nicht, aber Ostervideo, Osteraktion, genau. Osteraktion mit meinen lieben Mädels und dank der Laila, der lieben Laila, sie hat tolle Idee, wieder mal tolle Idee geleistet. Und zwar können wir alle auf eigenen Kopf, auf eigene Ideen uns was einfallen lassen zum Thema Ostern und etwas machen. So, jetzt habe ich natürlich gedacht, was mache ich? Ich habe hier Kinder, deswegen mag ich mit meinen Kindern Ostereier machen, also Eier färben. Und ich habe ein ganz interessantes noch Video im TikTok entdeckt. Ups, Salz wegschütteln. Ich habe hier Laugenbrezelstangen, ne? Und daraus werden Hasen gemacht. Das sieht nämlich so toll aus. Ich sag's euch, als ich das im Internet gesehen habe, hat mir das so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich will das noch dazu machen. Ja, ich zeige euch erstmal, also die Eier kochen jetzt schon mal. Ich zeige euch erstmal, was wir alles vorhaben. Dreh die Kamera um. Na? So, wir haben hier Taschentücher und Teller. Das ist zum Bemalen. Wir werden, das habe ich auch im Internet gesehen, man kann das mit extra Ostereier Stiften, also mit den Stiften speziell für Eier bemalen machen. Man kann das aber auch mit normalen Filzstiften machen. Mal schauen, ob es funktioniert. Dann habe ich von Action solch tolle sechs feine Pastellfarben. Dann habe ich natürlich hier Gläser. Die Anna hat hier sowas hier zum Bemalen. Ja, wir probieren mal alles aus. Dann haben wir zum Thema Ostern natürlich sowas hier noch. Im russischen Geschäft kaufe ich sowas sehr, sehr gerne, nämlich das ist extra für Ostereier. Und hier kommt dann in die Mitte das Osternbrot. Den backe ich ja erstmal noch nicht. Mal schauen, vielleicht kommen unsere Brezel dann dahin. Aber erstmal habe ich den Häschen dafür gekauft zum Thema Ostern halt. Und nachher kommen die gefärbten Eier hier rein. Genau, ja. Und da sage ich mal, wir das alles in, ja, Schnelldurchlauf ablaufen, weil ja, das dauert ja alles. Aber ich mache Step by Step, nach und nach. Wir machen erstmal eine Sache oder beziehungsweise einer macht mit normalen Tabletten vielleicht zwei, drei Eier färben, einer macht mal oder wir machen alles gemeinsam. Mal schauen, stelle in die Kamera so gut hin, dass ihr uns alles sehen könnt. Und ja, sage ich mal, wir legen los. Also viel Spaß mit dem Video. The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. As the hours pass, we're gonna do it all again.
begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So, ihr Lieben, schaut mal, wie herrlich das geworden ist. Die Häschen kann man einfach hier so schön servieren. Ne? Man kann es natürlich machen, wie man möchte. Ups, das ist noch heiß. Ja, aber das ist so eine tolle Idee. Das fand ich, wie gesagt, total niedlich, diese Hasenohren. Und ja, wir haben ja hier jetzt den Hasen stehen und so, das ist weg. Das haben die Kinder halt selbst angemalt, ne? Und das war das mit den Filzstiften. Genau, das war auch selbst gemalt. Das war auch mit den Stiften. Das ist ja, ist ganz interessant, sage ich mal. Ist mal was anderes, aber ansonsten, ja, die Farben hier ist auch. Hier hatten wir erstmal mit den Stiften und dann hatte ich das einfach ausprobiert und in die Farbe reingetan. Hier ist auch eine mit den Stiften. Sieht schön aus, muss man schon sagen. Ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Ja, ich würde mal sagen, Ostern kann und darf kommen. Und ja, ihr dürft natürlich auch mit euren Kindern genießen. Doch, das ist warm, du kannst essen. Schmeckt es? Ja klar, schmeckt das lecker, ne? Yummy, yummy, yummy. Ja, der ist noch heiß. Der ist kalt. Den kannst du essen. Ja, und das Ohr ist ab. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos und ich hoffe, es hat euch gefallen, die Idee zu Ostern solche süßen Hasenohren zu machen. Also, es fand ich einfach wirklich eine herrliche Idee und lecker, das gönne ich mir gleich auch. Ja, man kann hier natürlich auch das Teller nochmal anders dekorieren. Wenn das jetzt so ein bisschen leer gegessen wurde, mache ich ein bisschen so die Eier. Also der Teller ist sehr, sehr schön. Den habe ich ja von Action gekauft, ne? Und so, Moment, hier kommt noch ein Ei und da kommt noch ein Ei hin. So, ich werde euch gleich noch mal zeigen. Das ist so ein bisschen, ach, hier kommt noch ein Ei hin. Ja. Es ist einfach wunderschön. Es hat Spaß gemacht. Natürlich, also das Bemalen
von Action, dieses selber bemalen, ist schon sehr interessant. Für Kinder macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und das mit den Stiften, mit den Filzstiften, ja, ist eine kleine Sauerei, aber wenn man die Geduld hat und Spaß dabei hat, ist auch eine Möglichkeit, kreativ mit den Kindern zu sein oder mit der Familie. Ja, und ansonsten ganz normal, die ganz normalen Farben, macht auch Spaß, ne? Und wie gesagt, mit den Brezeln, es ist einfach fantastisch, also mit den Laugenstangen, ist einfach der Hammer. Ja, ich verlinke natürlich alle meine Mädels, die ganze Gruppe verlinke ich in meiner Beschreibung. Also ganz gern könnt ihr die Mädels besichtigen, besuchen auf deren Kanal und natürlich auch liken, abonnieren. Ja, die werden sich sehr, sehr, sehr freuen, falls du sie noch nicht kennst. Dann auf jeden Fall jetzt in die Beschreibung hingehen und jede Mädel besuchen. So, ja, ich freue mich natürlich persönlich auch über die Däumchen nach oben. Kommentieren auch mein Video nicht vergessen. Oder ein Smiley oder ein Herzchen da lassen. Oder ein Häschen passend zu Ostern. Ja, bedanke mich natürlich. Es hat, wie gesagt, riesen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich auf alle Videos auch. Total stark. Ja. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, freue ich mich ganz genau auch über ein Abo. Es ist kostenlos und unverbindlich für dich. Und mit deiner Hilfe, mit eurer Unterstützung wächst mein Kanal oder wachsen wir alle gemeinsam als Familie. Und die Mädels freuen sich auch. Ja, also kannst uns sehr, sehr gerne ein Abo dalassen. Was wollte ich noch sagen? Ansonsten wünsche ich eure Familien von ganzem Herzen Gesundheit, schöne Ostern, schöne Feiertage, schöne Ferien, wenn noch Ferien hat, ganz bestimmt, wir ja auch. Ja, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste, bleibt gesund und mit positiver Energie. Wir machen alle das Beste draus, ja? Und ja, an dich, liebe Laila, vielen, vielen, vielen Dank, separat noch. Ganz groß, toll, dass es sich gibt, toll, dass es uns alle gibt und einfach mega die Idee, hat wieder riesig Spaß gemacht, wie immer, also ich freue mich jedes Mal wie ein Baby, deshalb, ja, ich quassel euch hier jetzt nicht ganz lang mit meinem Gebabbel und wünsche euch, wie gesagt, noch alles, alles Liebe und bis morgen, bis zum neuen Video. Ciao, ciao.